Herzlich willkommen, die Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCodes. Es ist viel passiert in den letzten paar Tagen und eine Sache gibt's, die wollte ich auf jeden Fall nochmal nachholen, damit einfach auch ich darauf reagiert habe, nämlich die neue Nintendo-Hardware. Und nein, es ist noch nicht irgendwelche News, das wird zwei, die hoffentlich auch bald kommen. Stattdessen hat Nintendo was anderes, ich sag mal, sehr Interessantes vorgestellt, aber was es ist, würde ich sagen, seht selbst. Hier schauen wir rein. So, ich hoffe, das passt auf den Sound und allen, aber das werden wir jetzt merken. Das ist so, Nintendo SoundCloud, das ist es. Nintendo SoundCloud und Alamo. Wecker. Es geht mal um Wecker. Sehen wir mal, wie es ist, mit Alamo aufzuwachen. Das ist immer sehr interessant. Also, Nintendo tut einen Wecker jetzt rausbringen. Das, ja, ist, macht da Sinn. Hörst du das? Das ist der Wecker. Okay, aber aussehen tut das immer cool, muss ich sagen. Musik zum Start in den Tag. Genau. Alamo reagiert mit Klängen aus Videospielen auf deine Bewegungen. Ja, das hat schon was. Wie hier mit dem Geräusch klingender Münzen aus Super Mario Odyssey. Wobei es auf Dauer mich da ein bisschen nervt, wenn dann andauernd so die Game-Geräusche kommen, wenn man gerade am Aufwachen ist irgendwie. Aber gut. Splatoon ist cool. Ja doch, Splatoon fühle ich. Ich will mir ein bisschen vorstellen, das als mein Wecker-Sound zu machen. Das verändert sich, je nachdem, wie ich mal aufgestanden ist, oder wie? Mit Klängen aus The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Okay, Breath of the Wild gibt's auch. Die Musik vereint sich mit Klangeffekten, die durch deine Bewegungen aktiviert werden. Ah, nur gedacht mit Bewegungen, okay. Du würdest in der Spielwelt selbst aufwachen. Das hat schon was, ob ich das Gefühl wirklich habe, ich bin gespannt. Und wenn du aus dem Bett steigst? Wird gefeiert, dass ich aufs Bett gestiegen bin. Sehr cool. Oh, eine Siegesmelodie spielt und der Wecker geht aus. Ja, ist doch cool, dass man dafür quasi belohnt wird, dass man eben aus dem Bett steigt so und halt den Tag startet. Also einfach eine Motivation sein, vor allen Dingen für Kinder, dass sie halt aufwachen, ne? Alamo erkennt deine Bewegungen mittels eines Sensors. Also einen Sensor gibt's, daran erkennt der, dass man noch liegt, und oder wie? Reagiert mit Geräuschen auf deine Aktionen. Ah ja, das war das, dass dann immer die Münzen kommen, zum Beispiel, bis man aufgestanden ist. Automatisch beendet. Ohne eine weitere Berührung. Übrigens, der Weckruf intensiviert sich, je länger du brauchst, um aufzustehen. Ja, sag ja, die Wahl, also, einfach aus dem Bett rausschmeißen. Aber finde ich cool, die Idee tatsächlich. Du kannst dich von Klängen aus fünf verschiedenen Spielen wecken lassen. Okay, also fünf verschiedene Spiele gibt's. Mario Odyssey. Sehr wild. Boah, das Spiel war schon wild. Ich glaube, da wird es irgendwann mal eine Laune zu geben. Hättest voll Bock drauf. Pikmin 4 war auch ein sehr schönes Spiel, haben wir zusammen. Die Spiel gab ein Let's Play, hat Spaß gemacht. Das ist also ein 3. Top. Die Musik ist top. Mit meinem Favorite werden Animal Crossing wurde ich da sehr fühlen, dass er ist. Aber die haben geile Sounds für Wecker. Ring Fit Adventure. Wo haben die das wieder ausgegraben? Aber okay. Und The Legend of Zelda, die Augenlink. Ja, das passt natürlich gut. Wenn man aufwacht und dann öffne die Augenlink, komm. Ja, okay, weil Animal Crossing. Das ist ja wilder gewesen. Weil da gibt es so tolle Sounds. Und sie alle enthalten verschiedene Melodien und Klänge. Diese ganz entspannte Musik bei Animal Crossing, das wäre so coole Vibes dafür. Verbinde dich mit dem Internet, um weitere Weckrufe als kostenlose. Okay, ach cool, da gibt's noch mehr. Okay, Animal Crossing, sehe ich da. Gibt's dann, sobald das DLC ist, oder wie? Okay. Neben der Weckerfunktion noch viele weitere Funktionen, die dich in deinem Alltag unterstützen. Aha. Schlummerklänge, das ist wild. Wenn du ins Bett gehst, weil Musik zum Einschlafen fühle ich wirklich. Wenn da Nintendo Sounds kommen, das hat was. Das viel ist. Das ist eine sehr sinnvolle Funktion, wie es fehlt. Die Informationen zu deinem Schlaf und deinen Bewegungen festhält. Okay, Schlafstatistik, wenn man es will. Oder habe ich jetzt bei Apple was andere Möglichkeiten? Der Stundenton. Stundenton, okay. Bei den verschiedenen Nintendo-Charaktere die volle Stunde anzeigen. Mich auch nerven, wenn dann, wenn zum Beispiel 12 Uhr 12 Mal da so ein Tintenkleckser macht. Aber okay.
Nintendo Soundclock Alarm. Ja, Fazit, sieht sehr wild aus und ich könnte es mir tatsächlich auch, oder es werde es mir auch sehr in den Fall holen und werde dann berichten, wie der Wecker ist und werde auch ein Unboxing machen. Aber, ja, es ist halt wirklich die Frage, für wen ich die Gruppe ist. Ist ja als Nintendo-Fan, natürlich hole ich mir diesen Wecker. Das ist ganz klar. Und ich finde die Idee davon auch cool, dass man halt einfach diese Nintendo-Sounds hat. Und ich glaube, gerade für Kinder, wenn Nintendo-Fans sind, das ist schon was Cooles, wenn die eben mit deren Lieblingscharakteren einfach einen Tag starten können. Quasi der Tag fängt mit Gaming an und hört mit der Einsatzmusik auch mit Gaming aus. Auf. Das hat was. Ob es jetzt unbedingt das braucht, natürlich ist die andere Frage. Aber es ist ein nettes Gimmick. Und zu kaufen gibt es den für 100 Euro im Mai Nintendo Store. Mich würde aber interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr sagt, der Wecker ist top oder flop. Ob ihr es denn holen wollt oder nicht. Und irgendwie fließt gerade meine Kamera. Ein bisschen tut mir leid. Gerne eure Meinung ab in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, warum die Kamera gerade rumspinnt. Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich habe bei meiner neuen Setup jetzt umgefrachtet und das läuft dann alles rund. Naja. Aber ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich will einfach nur ein kleines bisschen drauf reacten. Eben auf diese neue Hardware, die Nintendo angekündigt hat, den Wecker. Wie gesagt, eure Meinung dazu gerne ab in die Kommentare. Ich habe den schon bestellt und sobald er ankommt, werde ich ihn unboxen. Und noch eine News gibt, ich werde ab jetzt wieder mittwochs und einmal in der Früh am Wochenende voraussichtlich livestreamen, weil ich jetzt mein finales Wochenende für die Uni habe und jetzt wieder in meine Routine reinkomme. Und auf jeden Fall Mittwoch, der Tag steht fürs Livestreaming. Alles Weitere erfahrt ihr dann am Mittwoch im ersten Livestream. Mich würde freuen, wenn ihr da wieder live dabei seid. In dem Sinne sage ich dir fürs Zusehen, mach's gut. Den Sinne bis Mittwoch, next. Und ciao.